Hallo und herzlich willkommen bei Virtuschus und einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Letzte Folge haben wir Skobeshire hier drüben beendet. Dabei ist der Ivor gestorben. Ivor? Ja, der eine Ragnarok-Bruder auf jeden Fall. Und jetzt dreht sich wahrscheinlich erstmal alles hier um das hier. Da wollen wir hin. Zanten wahrscheinlich das spätere. Deswegen bleibt mal dran. Erzähl mir mehr über Kent. Bassem hat geschrieben. Er behauptet, Fulke gefunden zu haben und bittet um deine Hilfe. Du findest ihn im Priorat des heiligen Hadrian. Neuigkeiten von Sigurd? Hat er nicht erwähnt. Aber wenn er Paladin Fulke gefunden hat, kann Sigurd nicht weit sein. Beschlossene Sache. Wir müssen Fulke finden. Ich gehe, sobald ich kann. Gut. Pass auf dich auf, Eivor. Oh, wer denn? Bassem hat uns Sigurds Aufenthaltsort übermittelt. Wir brechen umgehend auf. Großartig, Eivor. Endlich fällt dir ein, dass wir nach unserem Jarl suchen sollten. Ich klatsche für deinen halbherzigen Edelmut. Doch ich werde dich nicht begleiten. Dark, das ist kein Scherz. Auf das Schiff. Los! Jemand muss zu Hause bleiben und sich um die Belange der Siedlung kümmern. Da du uns bei jeder Gelegenheit im Stich lässt, sollte diese Aufgabe mir zufallen. Na, was du willst. Wenn du bleiben willst, dann bleib. Doch wenn Sigurd wieder hier ist, werden wir sehen, welchen Stand du bei den Kriegern hast. Verrate mir, warum du dich immer überlegen fühlst, Eivor. Sigurd wird meine Entscheidung verstehen. Zweifelst du so sehr an mir, dass du nicht einmal deine Axt erheben willst, um deinen Jarl zu retten? Du verdrehst die Wahrheit, Wolfsmal. Aber geh, finde den Jarl, bring ihn zurück. Doch komm nicht wieder vom Weg ab, wie es dir immer öfter zu ergehen scheint. Wir sind noch nicht fertig, Dark. Wir reden nach meiner Rückkehr. So. War nicht gut. Wir gucken auf die Weltkarte. Da sollen wir hin. Guck mal, da habe ich noch einen Posten in Lunden nicht mitgenommen. Ich würde sagen, wir sehen uns da so ungefähr gleich wieder. Und da sind wir angekommen im wunderschönen grünen Landen. Echt schön Farbe mal wieder zu sehen hier im Spiel. Nicht alles so düster grau. Und wir sind auch quasi schon am Ziel angekommen. Nee, da nicht. Da in die Hütte müssen wir. Am besten hüpfen wir erstmal hier runter. Nimm die 3 Meter hier zu Fuß auf. Finde Bassem und sprich mit ihm. Machen wir. Unterschied Augustin nicht. Zeig mir, was vor uns liegt. Unterschied Augustin nicht zwischen Glauben und Verstehen? Was ich sagen will, ist, dass der Glaube Bruder die größte Hortbert. Bedeutung hat. Ja, denn ohne ihn bedeutet das Opfer Christi nichts. Er starb, um uns zu erlösen, nicht wahr? Von der Erbsünde Adams und Evas. Doch das Böse besteht fort. Ja, es besteht fort, weil er uns den freien Willen gab. Besitzt das vom Despoten erschlagene Neugeborene freien Willen? Ja, nein. Ich meine, das ist zu vereinfacht. Oder der Priester, dessen Herz ein Wolf aus der Brust reißt. Judas, dem vorherbestimmt war, den Nazarener zu verraten. Einige sagen, Judas wurde benutzt. Täuschen mich meine Ohren, Bruder Hortbert? Zweifelst du an den Schriften? Nennst du Judas unschuldig? Unerhörte Blasphemie! Nein, das habe ich nicht gesagt. Bruder Tscherdik, bin ich nicht der frommste seiner Diener? Raus! Raus! Läuft bei euch. Schließt du Freundschaften?
Die Zunge eines Menschen gibt einen Vorgeschmack auf sein Herz, Eivor. Und dieses Wissen ist oft nützlich. Und wie schmecken diese teigigen Christen? Das sagt man doch nur so, Eivor. Und ich bin ihrer bereits überdrüssig. Muss es so trocken sein zwischen uns? Natürlich nicht. Ich bin dankbar, dass du hier bist. Du hast Fulki gefunden? Was ist mit dieser freudzerstörenden Fulke? In deiner Nachricht hieß es, du hättest sie in Kent aufgespürt. Sie ist hier irgendwo. Und im vergangenen Monat war Sigurd bei ihr. Doch wer weiß, ob dies morgen der Fall sein wird. Also, wie lautet dein Plan? Wir sind tief im Herzland ihres Gottes. Eine Heidin und ein Ketzer. Um Fulke zu erledigen, brauchen wir eine christliche Falle. Fulke ist kaum eine Heilige. Diesen Christen sind ihre seltsamen Vorstellungen ein Gräuel. Stimmt, aber sie geht als eine von ihnen durch. Sie wird sich nicht vor allen verstecken. Nicht mit einem Gefangenen im Schlepptau. Also, wo beginnen wir? Ich habe einen neuen Freund. Abt Künebert. Voll frommen Feuers, doch mit Ambitionen, die weit größer sind als sein Verstand. Und was weiß dein Freund Künebert? Komm, ich werde dich ihm vorstellen. Und wir hören uns die ganze Geschichte gemeinsam an. Hab ich da Bock drauf? Das Instrument der Ältesten. Konntest du, während du allein warst, etwas Frieden finden? Ich habe immer Frieden. Und ich bin nie allein. Ich wandle voll großer Freude unter den Menschen der Welt. Ich beobachte sie, studiere sie und lerne so manches von ihnen. Dies ist unsere Pflicht. Der Auftrag der Verborgenen. Zum ersten Mal, seit wir uns trafen, klingst du mehr nach deinem Lehrling als nach dir selbst. Sicherlich klingt Heitam wie ich. Ich habe ihn gut unterwiesen. Euer Credo und eure Grundsätze, meinst du? Richtig. Und unser Gefühl von, wie soll ich es sagen, tiefer Verantwortung für die Verbesserung der Menschheit. Das ist ein hohes Ziel. Aber es erklärt nicht, was du in Sigurd siehst. Mein Bruder ist nicht so selbstlos. Ja, aber dein Bruder ist jemand Besonderes, Wichtiges. Und ich will, dass er das erkennt. Ich hoffe, es ihm zu zeigen. Na, hier ist er doch, oder? Ist dies nicht ein gesegnetes Feld? Das Land Gottes. Und dieser Garten Eden sollte seinen Dienern zur Pflege gegeben werden. Abt Künebert, dies ist die Normannin, von der ich sprach. Ah ja, und zudem noch eine recht furchterregende. Basim sagt, dass du Paladin Fulke kennst. So ist es. Lady Fulke kam vor nicht mehr als einem Monat hier vorbei. Wir redeten, wir tranken. Eine sehr angenehme Frau. Und wo ist sie? Eivor wird deine Axt sein, Abt. Sei es, um einen Baum zu fällen oder die Glieder von einem Feind zu trennen. Was hast du ihm versprochen? Oh, nur eine Kleinigkeit, Eivor. Ein winziges Problem, mit dem du mir sicherlich helfen kannst. Sag rundheraus, was du willst, Abt. Genau. Dann werde ich entscheiden, ob dieser Handel meine Zeit wert ist. Ah, dein Wolf zeigt Zähne, Basim. Kommen wir zum Punkt. Welchen Gefallen würdest du im Tausch für Fulke erbitten? Vor einigen Wochen wurde unser Aldermann in Kent zu Gott gerufen. Wieder mal einer weniger. Verlust. König Elfred hat seinen Ersatz gewählt, aber bisher nicht den Namen verkündet. Ich muss ihn wissen. Jetzt. Ganz Kent wird bald sehen, welchen Tarn er gewählt hat. Ich will es früher wissen. Um ihn zu umwerben, bevor sein hohes Amt allen bekannt ist und jeder Trottel an seine Tür klopft. Wer kennt den Namen des Erwählten noch? Der Gesandte des Königs. Er wurde mit einem Glückwunschschreiben zu dem neuen Aldermann geschickt. Fang ihn ab und bringe mir die Neuigkeiten. Wenn ich den Namen des Tarns kenne, besprechen wir, wie ich seine Gunst erhalten könnte. Warum tötest du ihn nicht im Garten? Als Mann Gottes könnte ich das nicht. Zudem kann der, welcher hinter dem Thron steht, besser die Fäden der Puppe ziehen. Dieser Gesandte, wie finde ich ihn? Aus dem Kloster in Thunbrück kam die Meldung, dass die Männer des Königs immer einige Nächte bei ihnen verbringen. Beginne dort. Ich kümmere mich um den Namen. Alles zu seiner Zeit. So, wenn wir dann fertig sind... Ich habe an der Dann suche ich dich dort auf, wenn ich den... Künebert ist ambitioniert und hat gute Verbindung. Ohne ihn werden wir Fulke nicht finden. Das bleibt abzuwarten. Was wirst du... Ich bin es noch nicht leid, mit diesen Christen zu spielen.
Ich sehe dich dann in Volkanstern. Okidoki. Okay. 700 Meter die Richtung, wenn ich das jetzt richtig sehe. Holen wir mal unseren Gaul. Hauen ihn aufs Maul. Und wir müssen... Raubzug, plünder diesen Ort. Ja, wir werden uns mal da so in die Richtung begeben. Da so hin, ne? Sollten wir packen. So, gleich sind wir auch schon da, noch 100 Meter. Ich habe nebenbei mal hier hinter mir das Dörfchen mit kalt gemacht. Guck mal, da ein Tätowierer. War doch ein Tätowierer, glaube ich, ne? Wenn Elfreds Gesandter hier einige Tage verbrachte, weiß... Versuchst du Fliegen zu fangen oder wolltest du mich was fragen? Ich suche einen Mann. Verpiss dich, ja? Sonst rufe ich die Wache. Ja. Vielleicht werden... Ein kluger Schachzug, Hohlkopf. Tatsächlich habe ich Elfreds Mann gesehen. Hast du? Wo denn? Er ist aber schon lange fort. Vielleicht weist Gawain, der Barde, wohin. Wo finde ich ihn? Das letzte Mal lag er bewusstlos bei den Bäumen zwischen Hafen und Brücke. Er war voll wie der Nachthopf einer Bauernsippe. Und jetzt störe wir... Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er. Okay. Ein Barde, der sich mit dem Gesandten betrank. Ich sollte ihn suchen. Vielleicht weiß er etwas. Kommt das vom Barbier? Dieser ale-atmende Skalde kann nicht weit sein. Die nehmen wir natürlich alle mit. Nehmen wir mal das Brückchen, was davon so übrig ist. Da, ich sehe doch was. Du da, lebst du noch? Geduld ist eine müde Mähre. Trotteli trott, trott. Wieder ein schwankender Zitzensauger, der nichts verträgt. Holen wir deinen Huger zurück. Läuft bei dir. Nüchtere den Baden aus. Nur wie? Ins Wasser schmeißen? Hahaha. Na, bei Gottes Hosen. Pfui, sag ich. Na, welch Höllenwesen. Bist du der Gauen der Löwenzahn? Die Samen meiner Sagen gleiten auf den Winden. Ja, ja, ist klar. Warum aber? Du und Elfreds Gesandter war zusammen in der Schenke. Sag. Waren wir das? Ich war so benebelt vom Ale. Vielleicht würde etwas Kleines Silbernes... Komm mal so. Mit etwas lang. Ist ja gut, das wird nicht nötig sein. Du bist sehr überzeugend, Dannen. Er brach Richtung Weißer Küste im Südosten auf, zur Dofras Fest. Er sagte, dass sie dort diese religiösen Spinner ausbilden. Hab Dank. Im Tausch biete ich dir diese Weisheit. Becherweise Bier schafft Narren in Witz und Wort. Hab Dank. So, nächsten Ort. Der Gesandte machte sich zur Dofras-Feste an der Südostküste auf. Ach du Kacke. Das ist natürlich schon wieder eine üble Hausnummer. Tief hinein, sammle Pflanzen für Vulkans. Falkas nächsten Trank. Ja, okay, da müssen wir eben machen. Ey, das wird ein Marsch, du, wieder mal. Geht nicht auch einmal ohne? Ah, ich glaube nicht, ne? Von A nach B, sage ich nur. So, da sind wir. Hier sollen die sein.
Das sieht stark bewacht aus, würde ich mal behaupten. Ich muss sehen, was du siehst. Komm ich denn da am besten rein, ohne groß Aussehen zu erregen? Hier sollte ich vorsichtig sein. Da irgendwo. Uiuiui. Na, leg mal kurz einen anderen Bogen an. Den Fallenbogen. Weiter in die Mitte. Flieg, Freund. Oh, sind wir ja schon fast da. Aber auch nur fast. Verstecken. Was siehst du, alte Freundin? Ich vermute mal, er hat hier da drin wahrscheinlich. Obwohl, der wird mir hier angezeigt. Der muss ja hier drin sein. Noch einen anderen Weg rein gibt, der oben das Fenster, okay. Sieh mal nach, Sühnen. So. Wenn ich den Brief stehlen könnte, ohne den Gesandten zu töten, würde ich mir Ärger ersparen. Wie? Stehen ja nun mal halt hier mittendrin. Banner her. Egal. Nein, da war nichts. Ich töte dich. Gott wird uns schützen. Haben wir einen Brief? Altretzer wählter Aldermann ist ein Tarn namens Tedmund. Okay, und einfach weg. Hildegard wird das wissen wollen. Aber keinen getötet. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ich sollte mich mit Basim und dem Abt in Volkanstan treffen. Warum er das schon wieder ist? Von der Seite! So, einfach weg hier. Ich hab keinen getötet, ne? Ich bin einfach nur auf den drauf. Gott sei Dank. So, Weltkarte. Schon wieder ein Land, wo wir noch nicht waren. Ja gut, aber da sehen wir uns nächste Folge in dem Örtchen wieder, würde ich behaupten. Und wir machen Feierabend für heute. Danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.